ziehen. Oh, das könnte gleich hui. Das klingt super. Vor allem, wenn bei mir die Übertragung hängt, weißt du so. Oh, das könnte gleich hui. Ha. Und? Alter. Ja. Dir gebe ich jetzt den Rest. Ich mach's kaputt, du. Im Prinzip rennen wir nur, trinken Estus-Flakons, rennen, sterben, trinken Estus-Flakons. Welcome to Dark Souls. Ja, natürlich, ein blöder Sack. Ich sterbe schon da oben. Entschuldigung. Hallo, na? Wie war dein Tag, Schatz? Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Dark Souls Prepare to Die. Mit mir dabei der Anoholik. Moin. Der Mann, dem die Blue Screens vertrauen. Zweifelhafte Eigenschaft, aber okay. Und der Dagobis. Ein Skill. Hallöchen zusammen. Ja. Der Mann, der beide Blue Screens hat. Nein. Mein Rechner ist zu alt für Bluescreens, der kann die nicht mehr. Er findet das uncool. Demnächst auf Sat.1 die Wander-Bluescreens. Oh Gott. Was? Bei dir auch. Eine grottenschlechte Produktion präsentiert, powered by Emotion, ja. In der Hauptrolle, ja, lassen wir das. Der Bluescreen. Aus Veronika Ferris. Ja. Der Bluescreen, unendliche blaue. Heino Pferch. Nee. Heino Pferch. Ja, der muss sowieso überall mitmachen. Heino Pferch. Ja. Und neue Heimo Pfeifenberger. Pfeifenberger. Berger. Nein. Berber. Berger. Berber auch. Der Pfeifenberbel. Die Pfeifenberbel. Ja, Bärbel Schäfer macht auch mit. Come on, Bärbel, blow the whistle. Ja. Okay, lassen wir es. Anno? Ja. Link Nummer 1, den ich dir geschickt habe. Ihr? Ihr? Gib mir den Arm, gib mir weich. Ja. Anno? Ach, das sind zwei Links. Ja, das sind zwei Links. Moment, hab ich vorhin das Falsche geguckt? Das war gerade die Mickey-Stimme überall, oder? Ach, das sind zwei Links. Zwei Links hier. Oder? Mickey Maus, eindeutig. Mickey Maus, mit dem Spitzenstock. Das ist Duck. Ja. Guck mal. Alter, das ist wie im Hals. Mickey halt. Kannst du dir vorstellen, wie der sich fühlt? Oh Gott, da haben wir so einen Grund. Einen ablegen auch? Warte mal. Ach, guck mal, wir sind bei Schnuckelsynchro, die ist ganz schnuckelig. Snuggle, genau. Schnuckel. Da kommt ein veganes Husten. Wie kann man das ablegen? Die passen in Momenten, wo auch keiner was sagt, da kommt ein Husten. Ja. Das ist so ein Lückenfüller. Ja. Wie kann man das ablegen, die ganzen Items? Verlassen wen? Ich weiß nicht, ob er das weiß. Mal Batman fragen. Ja. Weiß ich doch nicht. Leck mich am Arsch. Ja, gut. Ah, hier ablegen. Abfall. Ah. Wieso geht das nicht? Abfall kann man auch ablegen, oder? Siehst du das? Item? Wir könnten eine Müllabfuhr bauen. Abfall ablegen. Lass mich raten, die Müllkippe ist voll, wir können sie gerade verlegen. Oh Mann. Anno, kannst du vielleicht mal den Link anschauen? Einmal nützlich machen. Bevor der Blitz kommt. Ja, ich glaube, dass es Abfall ist. So, ich leg das jetzt ab. Eins. So. Gut. Anzahl festlegen vom Abfall. Ich hätte gerne den ganzen Abfall. Snuggle the Crow is an unseen NPC who talks with the crow like a coin. When you approach her nest, she will ask you something. So. Hat sie was gefragt? Nein. Hat sie was gefragt? Warm oder soft? Ja, genau, genau. Give me warm, give me soft. Trading with Snuggle the Crow and the same as trading with Sparkly the Crow. Also man soll genauso mit ihr handeln wie mit Sparkly der Krähe.
Thomas Barclay. Thomas Barclay. Ja. Hier steht nur Location. Snuggly's Nest ist located am Ort rechts außen. Ich glaube, da sind wir ja eh schon. An so einem Rand, an der Klippe, ja. Ja, das ist ja das, oder? So, wenn ich das Bild hier... Her Nest steht ja rechts oben. Ja, genau, genau. Da waren wir. Guck, how to trade. Drop items in the nest and one at a time. Then leave and return to the undead asylum. Asylum? Or just quit and reload the save file to see the results. Okay. Das kann jetzt... Wo ist denn Undead Asylum? Wo ist das? Ist das schon hier? Ich probiere das jetzt gerade mal, weil man kann auch zum Leuchtfeuer. Also, das ist quasi so eine Handelsstation. Wenn man aber ein Item fallen lässt, kriegt man anderes dafür. Gegenstand nehmen. Ja. Abfall, scheiße. Okay, sollte eigentlich klappen. Du kriegst für Abfall kriegst du Scrap. Ja. Schön. Hier steht auch noch als Hinweis, dropping multiple items will result in lost items without reward. Also du kannst nur ein Teil reinlegen, weggehen, tauschen, lässt mehrere fallen, kriegst trotzdem nur ein Item dafür. Ja. Wir hatten ja nur eins reingelegt. Menschlichkeit, so das lege ich jetzt auch nochmal ab. Reingelegt, Abfall, oder was? Ja. Ich lege mal eine Menschlichkeit rein. Mal schauen, ob wir eine Doppelmenschlichkeit bekommen. Ja, du musst dann aber, was stand hier irgendwie? Ich glaube, du musst dann nochmal. Zum Undead Asylum. Ja. Zum Undead Asylum zurück. Weil dieses Nest ist ja außerhalb von diesem Undead Asylum. Und wo ist das Asylum? Ist, also es, wenn ist es da drin? Das Nest außerhalb. Ja, wahrscheinlich. Oder ist es in der Welt, wo wir gerade waren? Nee, gucken wir mal. Nee, also wenn das Nest außerhalb von diesem Undead Asylum ist, denke ich mal, dass das hier, wo du jetzt bist, das Undead Asylum ist, oder? Dann sollte auch die Meldung nicht kommen. Ja, dann musst du die Theorie jedes Mal, wenn du zum Nest gehst, irgendwas anderes da. Ah, Was denn? Weil, tiefes geht, aber Valmo war gänzlich unbeeindruckt. Also, weißt du, mehr steht hier leider auch nicht. Es steht ja auch irgendwas da vom Leuchtfeuer, dass man sich auch am Leuchtfeuer regenerieren kann und dass das quasi auch zählt. Ne? Or just quiet and reload the file, ja. Ja. Oder am Leuchtfeuer. Aber. Am Leuchtfeuer sehe ich jetzt nichts. Aber. Quiet. Sei leise. Just quiet. Ganz leise. Schauen wir nochmal hin und wenn da jetzt wieder nichts ist, dann ist da halt nichts. Dann haben sie das auch gefixt. In dem Update. Ja, alles dieser Säcke. Und wann ist das Spiel? Gibt es irgendeinen Datenseintrag? Nicht mehr geändert seit. Oder vielleicht haben die einfach schon so viele Items bekommen, diese Krähe da, dass sie sagt auch nö. Nö, 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 nö. Letzte editiert am 27. März 2015, also jetzt hier vor 2 Monaten ungefähr. Sogar dieses Jahr. Also. Ja. Aber es ist immer noch Abfall, so wie Valvo reagiert. Ja. Kannst du irgendwo einsehen, wo wir gerade sind? Welcher Location? Ist das hier immer noch untotes? Alter. Zoom. Zoom. Okay. Das sieht man leider nicht. Schön wär's, aber man sieht's leider nicht. Ich glaube, ganz am Anfang, wo wir beim Rahmen reingeflogen sind, stand kurz dran, welches Gebiet wir sind, ne? Und dann. Ja. Dann nicht mehr. Hat sich jetzt aber keiner gemerkt, ne? Natürlich. Sehen wir so aus? Ja, okay, ist halb so wild. Ist halb so wild, dann machen wir den Boss zuerst. Dann gucken wir uns dein Video nochmal an. Ach, Plan B. Genau. Einfach direkt zum Boss. Weil wir garantiert auch daran denken werden, in 15 Folgen wieder hier vorbeizugucken. Okay, ich guck mal eben. Bis gleich. Kenn ich das? Ist das da die erste Halle? Das ist die allererste Halle? Ja. Ja, wo dieser Wurm kommt, ne? Wurm? Oder war das...
Was? Wurm? Ganz am Anfang, wo du reinläufst und dann ganz links an, durch diesen kleinen Ding durchlaufen musstest, ganz am Anfang, oder? Ja, genau, so ähnlich, wo dieser sowas große da auf uns wartet. Wir wollten genau. dahin, ne? Der verirrte Dämon, da erinnere ich mich doch. Ja, wir wollten dahin. Gott! Okay. Du, Anno, wolltest dahin. Warum eigentlich? Ich nicht, da Anno kennt ihn noch nicht, und deswegen haben wir gedacht, ich zeige ihm mal. Ich wollte euch kurz vorstellen, Anno, verirrter Dämon. Der Dämon Anno. Alter! Hey, Dämon. Aber ich habe so das Gefühl, es ist sein großer, stärkerer Bruder. So. Der große, oder? Fette. Ja. Den haben wir den nicht schon mal besiegt? Nur. In klein. Also. Echt? Ja. Nördlich ist also ein Untoten, jetzt wissen wir das auch. Yay! Nee, wir haben auch gar nicht oft drin. Mann, wären wir früher gestorben, verdammt. Haben wir eigentlich 10 gehabt? Wenn wir den hat, ja. Ja. Nur 2-7. Was macht die denn? Also überschaubar. Wir haben schon mehr verloren heute. Die? Das ist eine Die? Die verirrte Dämon, hallo. Dämon von Dame, die Mehrzahl. Nein. Dame, die Mehrzahl Dämon. Demine. Nee, Mini ist zu hoch. Das komme ich hin. Miki ist schon schwer. Aber dann noch Mini. So. Mini dürfte. Mini, aber außenrum? Ja. Ecke! Da kommt er jetzt mit so was. Kommen wir nicht einfach außenrum? Fahr hier nur. Die Zellen sind unschaffbar aus. Mach die Tür nochmal zu. Vielleicht merkt er es nicht. Wenn du dich gerade so einen Trick drauf hast wie Luke Skywalker, dass du dem da irgendwie einen Knochen ins Maul schrammst, dann weiß ich jetzt gerade nicht, wie wir da rauskommen aus dieser Misere. Ja. Valgo macht einfach mit Skill Hüfte um ihn rum und haut ihn dann von hinten seinen Pfefferkorn im Rücken. Ich habe jetzt die Größenvergleiche einfach mal. Wow, aua. Oh, aber hat aber doch zumindest ihm schon mal 1000 abgezogen. Ja. Hat er gerade einen Fuß gelassen? Ja. Bei dem einen oder anderen kann das schon mal Lebensenergie abziehen. Oh, das könnte gleich hui. Das war knapp, oder? Das könnte gleich hui. Das klingt super. Vor allem, wenn bei mir die Übertragung hängt, weißt du so. Oh, das könnte gleich hui. Bitte mehr davon. Das ist der Soundtrack dieses Let's Plays. Das Ganze da als Mickey-Stimme dazu. Oh, das wird gleich. Hui! Falsch. Ja. Spiel. Ja. Oh, das ging jetzt. Hui! Ihr seid gestorben. Putz, Blitz! Ja. So klingt der Gegner. Das hast du zugesagt. Aber auf dich ist er eh schon wütend, also von dem her. Weil das ist außen rumlaufen, hört ja keiner auf mich, ne? Siehst du da irgendwann außen rum? Ich sehe hier relativ große Wand. Ja. Nee, wo außen rum? Ich sehe eigentlich eine große Halle, wo nur die Mitte im Kreis weg. Also man kommt nur auf diesem Wege da runter, Anno. Ach, du meinst in diesem Raum links oder rechts vorbei? Oben, da oben meine ich jetzt noch. Tada. Ja, aber da kommt man nicht hin zu dem. Da muss man wirklich da runterbrechen. Ja, aber du verlierst jetzt mal die Hälfte an Leben, wenn du da runterklatscht. Ja. Okay. Du hättest Valgo mal mit F1 fahren sehen, weißt du? Au! Fliegt der? Pa! Und? Alter! Dir gebe ich jetzt den Rest! Ich mach's kaputt, du! Hier, über meine Fürze lachen, weißt du? Ja! Hui! Was sei? Weg!
Ich frage nochmal, haben wir den wirklich besiegt oder haben wir den einfach nur da runtergekickt? Den haben wir besiegt. Wieder drüber gemauert. Ja, klingt super. Also doch, da sind wir von oben damals gekommen und konnten auf ihn drauf springen. Aber ich glaube, das war wirklich so sein Bruder. Was macht denn der für Dinger da? Das ist ja ganz uncool. Ich bin mittlerweile echt froh, dass die Übertragung so ein bisschen hinkt. Dass ich mir nicht alles angucken muss. Ich komme dann echt nicht gescheit vorbei bei der Typ. Bei mir jetzt ich lebe noch! Vielleicht sollte ich auch mal ein Bluescreen herfahren. Ich lebe noch, oder? Ich sehe mittlerweile keine Leben. Also. Naja. Im Prinzip rennen wir nur, trinken Estus-Flakons, rennen, sterben, trinken Estus-Flakons. Welcome to Dark Souls! Ich wollte gerade sagen, schlussendlich ist es so wie immer. Ja. Wieso? Tauscht den Gegner aus, ja, aber sonst ist es wie immer. Gibt's denn da immer wieder eine aufs. Nüsschen. Das jetzt kam's abgehalten. Wieso tut das so weh? Also, was macht der denn für Dinge? Ich kann ja nicht nah bei ihm stehen bleiben. Ich kann ja nur hinlaufen und dann macht er schon wieder dieses Ding. Ich bin ein bisschen angepisst, weil du seinen Bruder auf ihn gewesen hast. Kann ja so ewig lang dauern, oder? Ja. Vor allem, weg. So lange, bis unsere Estus-Flakons ausgehen, sag ich jetzt mal vorsichtig. Was demnächst der Fall ist. Verzweiflung auf dem Gamepad? Was macht er? Ich sehe es nicht. Ich kann dir sagen, was er vor 10 Sekunden war. Was ich sehe. Das ist wieder ein Furz. Der ist mir Schnurz, der Furz. Ja. Springt er wieder? Das ist Videoanalyse, was Valbo gerade macht, oder? Okay, jetzt springt er wieder. Jetzt bin ich wieder tot. Ja. Springt er wieder? Erstaunlich, dass du ein Estus-Flakon doch noch tatsächlich so lange nicht überleben. Ja, und der Einzige, der in Anführungsstrichen Schaden nimmt, mehr oder weniger, ist der Große. Ja. Da! Ja, okay. Ich bin angespannt. Du passt noch nicht durch. Mach dich mal dünn, Dicker. Ja, Dagorik, ich rede von dir. Ja, Das tut aua. Aber jetzt nicht anreden. Es ist konzentriert. Ich hör das. Jetzt nicht ablenken. Hä? Wieso hat das nicht gezählt? Wieso habe ich mich geheilt und das zählt nicht? Scheiße. Hat er vielleicht nochmal drauf gehauen? So ein blöder Sack. Aber aus der Ferne? So ein blöder Sack. Heilt sich jetzt auch oder können wir gegen dieselbe Stärke nochmal antreten? Nein. Er heilt sich wieder, das war bisher immer so. Ist wie wenn wir sonst zum Leuchtfeuer kommen, da sind plötzlich auch alle wieder da. Und nicht irgendwie auf derselben Stärke wie wir sie. Ja. Diesmal mit Speer. Hui. Ich mach's kaputt, du. Wie dein Bruder. Mist. Der hat aber auch eine Reichweite, ey. Jetzt, tut's weh. Ja, natürlich schlägt er genau dorthin, wo ich mich hinbewege. Was ist denn das für ein Wichser? Ist doch geskriptet. Ein Stratege. Ein strategischer Wichser. Das haben die doch so programmiert, die Schweine. Das ist ja total gemein. Was? Ich sagte, er ist auf Töten programmiert. Schweinerei. Echt mal. Ich mach das doch absichtlich.
Ja, haut noch 10 mal zu. Ja klar, ich kein Mal, du 10 mal. Das ist so ein kleinerer, ne? Jetzt kommt der auch noch, oder was? Klemmt der Fels gegen das Blöde Scheiße. Wenn's mal läuft, läuft's. Ja. Alter. Ich hab schon keinen Bock mehr. Balvo, Arno, übernimm mal. Links, rechts, geradeaus, vor, zurück. Habt ihr einen Tipp? Ein Tipp, meinte ich. Das ist schon der beste Tipp, den ich dir geben kann. Also ähnlich wie du es vorher gemacht hast, oder? Dieses Ausweichen und immer mal wieder so kleine Stiche setzen. Aber also, ob das wirklich ein Tipp ist, weiß ich nicht. Ist ja nicht so, dass du es nicht probieren würdest. Kann man immerhin einen guten Soundtrack für, ne? Weiß nicht, ob zwei so nicht mehr ablenkt. Keine Ahnung, weil du sagst doch gar nichts mehr. Er ist konzentriert, glaube ich. Er versucht im Takt der Musik mitzurennen. Ich hoffe, das verwirrt ihn oder was denn? Ja. Fuck! Dieser blöde Gegner, ey. Unglaublich! Ando, das nervt ein bisschen. Mach weg. Ja. Das gibt's ja nicht, was soll ich denn noch anders machen, ey? Ich kann nur die fetteste Rüstung mir anziehen. Dann kann ich mich gar nicht mehr rollen, aber dann kann ich wenigstens. Können wir bei dem Leuchtfeuer wenigstens so auf. Also, dass wir wieder 10 Estus-Flakons haben? Was kann denn das? Erhöht die Zahl der TP geringfügig. Hey, wieso nicht gleich? Sieht zwar lustig Maske aus, aber. Maske der Mutter. Guck. Hast du gehört? Sieht ein bisschen aus wie so ein Anonymous-Heini oder sowas. Ja, du hast recht. Ja, das kann ich machen. Könnte eventuell auch helfen. Ich weiß nicht. Also, weil du bist ja mit den 5 beim ersten Mal relativ weit gekommen. Ja. Ja. Ich habe nur das Problem, ich kann sie da nicht nehmen. Ach. Also nicht unter Kampf nehmen. Naja, wir versuchen, nehmen wir das mal. Was soll passieren? Aufsteigen, nein. Später. Umkehren. Andermal. Mit 0, ja. Naja, wir haben ja da oben Menschlichkeit. Ja. Und jetzt entfachen. Flutz. Gut. Bada bam. Zumindest now mal we're talking. Zumindest mal eine andere Hausnummer. Ob es wirklich hilft, werden wir sehen. Boah, ist das langsam. Weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Das sieht aus, als ob du gerade irgendwie so ein Frauenkleid und oben drüber nochmal so eine Samurai-Rüstung. Mit der Geisha-Maske oben. Ja, natürlich, du blöder Sack. Ich stempel schon da oben. Entschuldigung. Hallo auch, na? Wie war dein Tag, Schatz? Scheiße! Das ist ja gut, das ist ja gut. Scheiße, alle 5 Minuten stürmt hier jemand in die Bude rein, macht die Decke kaputt. Einer hat eine ganz tolle Aua gemacht. Ja. Ich kann wieder alles aufbauen hier. Mein Bruder meldet sich nicht. Ich habe ihm was geschrieben. Ja. Der Chipsvorrat ist alle. Scheiße.
Es gibt so Tage, da ist einfach, dann kommst du noch nach Hause, weißt du? Wo warst du die letzten 4 Wochen? Ja. Wenn man dich mal braucht. Ja. So. Also. Heilige Rube. Was sind so die fettesten Sachen, die wir haben? Eisenarmreif. Alles mit richtig schön Abwehr. 29. 29 ist das höchste? Der Rock ist das beste. Und der Purpurledertuch. Und der Purpurledertuch. Na ja, gut. Mein Gott. Lendentuch, Entschuldigung. Ein Purpur-Lendentuch. Das macht's jetzt nicht besser. Schick. Schick ist er. Unser Samurai. Ei. Mutter der Samurais. Ei, ei. Ja. Die Mutter aller Samurais. Macht wieder seinen Schiss. Da heile ich mich mal. Jetzt dreht er sich. Wir haben dem hab ja ich Zeit. Nicht gerechnet. Fuck! Ich lebe noch! Ja, ich sehe den Zentimeter ja, auch. Er lebt noch, er lebt. Zentimeter ist. Oh. Ein Zentimillimeter. Weißt du? Also, ja. Das gibt's ja nicht. Wie kann man den blöden Boss besiegen? Sind wir noch zu schwach dafür? Immer noch? Ja. Oh Mann. Aber ist das jetzt 1:1 derselbe, den ihr schon mal besiegt habt, oder ist das jetzt derselbe in groß? Das ist ein anderer Bruder oder so. Ja, was auch immer. Verwandt oder Fick auch nicht. Fick dich doch, du blöder Homo-Fürst. Ist das jetzt gut, dass wenn ich das eingebe, wie man den Bosskampf gewinnt, dass es 10 Minuten geht, das Video? Verirrter Dämon? Ja. Hier ein Guide, wie er zurück ins Startgebiet gelangt. Das will ich nicht wissen. Ich will wissen, wie wir den Typen kaputt machen. Startgebiet sind wir schon. Wenige Tode später, klingt super. Macht er das natürlich nochmal. Ach. Der macht's nochmal. Das nochmal. Der macht's ähnlich wie du gerade eben vorher. So ranrobben, kleine Stiche versetzen, so wieder weg. Bald aber ich mich vertue. Was macht er denn da immer? Gute Frage. Man kann sich halt so überhaupt nicht teilen, weil da. Das gibt's ja nicht, ey, das ist ja unmöglich. Das ist ja unmöglich, den Scheiß zu besiegen. Der läuft hier immer unter dem durch. Fragt unter dem nicht, wie durch? Er das macht, aber. Ja. Kuckuck. Zwischen, okay. Zwischen den Beinen. Okay. Ja, wie gesagt, er hat jetzt nach circa einer Minute Kampf, hat er ja so fast den ersten Zipfel weg. Also wenn er sich nicht draufsetzt, natürlich. Ja, da läuft er weg. Und wieso sterbe ich dann trotzdem? Das kann ich dir nicht sagen. Was auch immer das hier ist, was mich da so immer fertig macht. Hallo, kannst du ja auch mal reingucken. Was? Ich hätte gerade parallel nach einem Video dazu gesucht, aber okay, ich schaue es mir mal an. Wie weit bist du? Wie weit ich bin? Ich bin fix und fertig. Nein, sind wir schon zwei. Also es geht, glaube ich, ab ja knapp 40 Sekunden, 50 Sekunden geht es los mit dem Fight. Ich bin jetzt bei 3 Minuten. Ja. Da hat es noch nicht geschafft. Er ist jetzt gerade mal unterhalb dem ersten Kästchen. Nimm doch die andere Waffe, du blödes Arschloch, das ey. Das dauert noch eine Weile. Fick dich doch. Wir sind übrigens bei 28 Minuten, Balvo. Du kannst jetzt, ob du nochmal oder
nochmal trainieren möchtest. Verzweifelten letzten Wort. Na. Aber du siehst, was ich meine, ja? Weil ich würde sagen, wir gucken uns jetzt alle das Video an und versuchen in der nächsten Folge nochmal, oder? Ja, aber er schafft's ja irgendwie scheinbar. Irgendwann. Er läuft immer wieder weg. Was mir auffällt, er ist halt wirklich sehr extrem schnell. Er kann ja wirklich jeden Schlag hier extrem wahrscheinlich links rollen und er ist in halbem Raum. Aber meinst du, siehst du auch das, was ich gemeint habe mit dem unten durchkrabbeln? Läuft ihm zwischen den Beinen durch, so ein bisschen. Ist der nackt? Verwirrt ihn dadurch natürlich. Ist der nackt oder so? Na, der trägt so eine Art Römerrüstung. Ja, so rot-gold. Okay. Und er läuft ihm halt immer zwischen die Beine und dadurch sieht er ihn erstmal nicht mehr und er kann zuhauen. Ja, aber dann macht er den Sprungangriff und ich bin wieder kaputt. Zum Beispiel macht er. Und dann rollt er weg. Der Gegner kommt ja gar nicht zu seinen großen Massenangriffen. Der springt im Prinzip immer nur einmal hoch oder solche Sachen, ja? Ja, und dann rollt er weg, der Typ, der hier spielt. Ja. Also ich würde sagen, wir rollen und er ist wirklich am Rand des Raumes. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle zumindest mal die Folge, weil wir sind bei 30 Minuten. Okay, weil wo willst du noch mal wissen? Seh schon. Ich probiere das jetzt. Ich lauf durch ihn durch. Hau zweimal. Ja, ist die Frage ist. Ja. Dann macht er seinen Wurf und ich bin hochhüpft tot. Und dann musst du weghüpfen. Okay. Er rollt in der Zeit, wenn er weg hochhüpft, wenn er rollt hochhüpft, er weg. Genau, wenn er große hochhüpft, rollt er zweimal rückwärts, irgendwie an die nächste Wand oder so. Okay. Aber gut. Ich würde sagen, bevor du es jetzt nochmal probierst, weil du guck dir es vielleicht nochmal an. Einfach damit du mal siehst, was wir meinen. Ich kann mir es eh vorstellen. Im Konkreten. Okay, probieren wir das einfach in der nächsten Folge. Er sieht es vor seinem geistigen Auge. Genau. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir lernen noch ein bisschen weiter. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.